Wie traden Banken wirklich? Wie stoppen sie kleine Privatanleger aus? In diesem Video zeige ich dir, wie das funktioniert. Wir nehmen uns einmal als Beispiel den Euro-US-Dollar im 15-Minuten-Chart vom 28. Juni, den letzten Donnerstag. Hier sieht man ein sehr schönes Phänomen, wie die Marktteilnehmer verarscht werden. Erstmal müssen wir ein paar Grunddinge wissen. Wo kaufen denn große Institute, Player und so weiter? Weil sie kommen nicht ohne weiteres in den Markt hinein. Ja? Banken brauchen immer genügend Gegenspieler im Markt. Ja? Große Player brauchen immer genügend Gegenspieler im Markt. Sollte jedem klar sein, weil ich brauche natürlich eine Riesenmenge an Geld auf der gegenüberliegenden Seite, wenn ich selber mit einer Riesenmenge an Geld in den Markt hinein will. Und wenn da nichts da ist, funktioniert es nicht. Deshalb ist es nicht so einfach, Trades zu eröffnen, die mit sehr, sehr großem Kapital geführt werden. Ja, dafür braucht es spezielle Techniken und so weiter. Zum Beispiel wird das immer gemacht am Ende eines Trades, langes Trendes. Ja, wir sehen hier einen schönen Abwärtstrend. Okay, hier hatten wir dann den Breakout. Okay, hier hatten wir den Breakout. Jeder denkt, wirklich, jeder denkt, wenn man das so sieht hier, es geht weiterhin short. Ja, und jetzt kommt ein großer Player rein. Es wird hier gekauft in diesem Bereich. Okay. Dann geht es hoch. Jetzt kommt der obligatorische Pullback auf diese Position herauf. Warum wird das gemacht? Ja, wenn ihr das wirklich so seht, wenn ihr dieses Hoch hier seht, ihr seht den Abwärtstrend, ja. Ich mache das mal so. Wenn ihr das so seht, noch ein Stückchen weiter. Wenn ihr das wirklich so seht, denkt jeder, es geht weiterhin abwärts. Ist völlig normal. Jeder Anfänger-Trader denkt, es geht abwärts. Was man aber nicht weiß, dass hier unten sich ein fetter Fisch positioniert hat. Deswegen jetzt aufpassen. So, das war der obligatorische Pullback zu dieser Stelle, wo sehr viele große Positionen eröffnet wurden. Was wird gemacht? Es wird hier weiterhin gekauft. Hier wird die Position verteidigt, die Stop-Losses und so weiter der fetten Banken sitzen im Regelfall dann immer da drunter, ja. Weiß man nicht genau, ist nur Spekulation, wo die Stop-Losses von denen sitzen. Das kann ich nicht genau sagen, aber im Regelfall dann unter der Stelle, wo der Impuls von aussieht. Man sieht hier auch einen schönen Impuls, geht nach oben, Pullback da drauf, erneuter Impuls. Okay, wir machen höhere Hochs, jetzt ist schon mal ein Aufwärtstrend intakt, ja. Interessanterweise haben wir das jetzt aus dem letzten Video wieder ein schönes Beispiel, ein sehr schönes Beispiel. Ja, wenn man das so sieht, zum Beispiel, ich mach's mal so, jeder Trader denkt, okay, wir handeln hier Support Resistance, hier ist ein Hoch, ja, handeln wir den Pullback da drauf, wenn der Markt so hinkommt, ich möchte mir den Trend einsteigen, long, ja, so. Was passiert? Ja, der macht nochmal ein Pullback drauf. Hier in diesem Bereich, steigen sehr viele Trader ein. Sehr viele Trader steigen hier jetzt ein in den Bereich. Wo ist der Stop-Loss von Ihnen? Der Stop-Loss ist wahrscheinlich, ihr kennt es aus dem letzten Video, entweder hier, ja, oder direkt unter der Lunte, ja. Hier sind die Stop-Losses, ja. Ich schreibe es euch hin, ja. SL, SL, SL der Trader. Der Anfänger-Trader natürlich. Was man jetzt aber nicht weiß, ja, dieser Typ hier unten ist in dem Markt drinne, hat fette Positionen aufgebaut. Irgendwann müssen auch mal Positionen geschlossen werden, Profite genommen werden. Das wird dann hier gemacht, in diesem Bereich, ja. Oder eben hier Positionen geschlossen, ja. Close Trades, ich schreibe es euch hin, Close Trades werden hier oben geschlossen. So, wenn bei Trades geschlossen werden, geht es folgendermaßen nach unten natürlich. Die fette Bank weiß auch noch zusätzlich, ja, zusätzlich, hier sind viele Stop-Losses. In diesen Bereichen sind sau viele Stop-Losses von diesen Tradern, die alle long handeln. Was heißt es? Die Stop-Losses fliegen natürlich, wenn der Markt umgekehrt ist, ja. Diese Bank ist aber immer noch hier unten drinne, in diesen fetten Bereichen. Wo kann sie jetzt optimal nachkaufen? Wo können die fetten Leute nachkaufen? Wo die Stop-Losses der anderen Trader fliegen? Ja, denn sie brauchen ja genügend Gegenspieler am Markt. Ich mache hier nochmal einen Kreis drum.
Ja, wenn die Stop-Losses hier fliegen, dann werden Short-Trades in den Markt reingegeben. Short-Trades. Ich schreibe es euch hin. Ist eigentlich nicht so schwer. SLs fliegen gleich Short-Trades. Ja. Gleich Buy-Trades von Big Playern. Ja. Einfache Sache. Was passiert? Fette, fette Lunte. Zack. Hier wurde wieder gekauft. Hier wurde wieder gekauft. Einige haben auch noch ihre Stop-Loss unter den Hochs und Tiefs. Also Anfänger-Trader und so weiter machen ihre Stop-Losses immer unter Hochs und Tiefs. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Jeder macht das so, ja. Jeder zieht den Stop so nach. Ich persönlich auch meistens ziehe den Stop so nach oder eben Kerze bei Kerze, ja. So. Jetzt interessanterweise gibt es hier einen fetten Impuls nach oben. Hier konsolidiert der Markt nochmal, geht wieder nach unten. Interessanterweise brechen wir aber jetzt nicht noch das Tief, wo hier neu gekauft wurde. Und jetzt seht ihr, wenn man hier sind wieder die fetten Positionen der Banken. Ja, also die fetten Leute haben einmal hier unten gekauft. Ich markiere euch das nochmal in Rot am besten. Hier wurde gekauft und hier wurde auch nochmal fett nachgelegt. Ja, zack, zack, zack nach oben. Natürlich kann auch noch hier drinnen gekauft werden, das weiß man nicht so genau. Aber die ausschlaggebenden Punkte, die für mich hier klar sind als private Trader, die ich, das ich im Chart sehe, ja, ist, dass die Stop-Losses werden immer geholt. Werden meistens immer geholt. Also, schaut, achtet darauf, wo könnten die Stop-Losses anderer Trader liegen. Tipp 1 ist es von mir. Denn darum geht es nur. Es geht nur darum, die Stop-Losses der anderen Trader zu reißen. Ja, es gibt noch weitere Möglichkeiten, um Liquidität zu bekommen, natürlich. Ja, lernt ihr alles in meinem Charttechnik Masterkurs. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wird nächste Woche online kommen. Ja, ich hoffe, dass es soweit klappt. Hat da noch ein paar Probleme. Sollte online kommen nächste Woche. Da lernt ihr wirklich noch mehr, viel mehr solcher Sachen. Ja. Die erste Frage ist natürlich, wo liegen die Stops der Trader? Wo haben Banken gekauft? Ja, was wissen wir? Sie brauchen genügend Gegenspieler im Markt. Wo kaufen sie? Sie reißen extra die Stop-Losses. Und wenn ihr dann sowas seht, wenn ihr prognostiziert habt, ich habe es euch in diesem Video ja gezeigt und im letzten Video, wo die Stop-Losses liegen, dann seht ihr auf einmal sowas hier. Der Markt kehrt um, nachdem die Stop-Losses gerissen wurde. Dann könnt ihr mit Sicherheit da einsteigen. Ja, mit Sicherheit könnt ihr dann einsteigen oder nochmal hier in diesem Bereich. Ja, fett, es geht nach oben. Okay, easy trades. Wir wissen Bescheid, was passiert. Wir können einsteigen. Ja. Okay, das war's von mir. Abonniert den Kanal. Daumen hoch will ich von euch sehen. Ich will von jedem einen Daumen hoch sehen bei diesem verdammten Video. Ihr findet den Link auch zu meinem Broker unten in der Beschreibung. Bester Broker, ECM-Broker. Meldet euch auf jeden Fall an, wenn ihr seriös traden wollt. Ja, ohne Interessenskonflikt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ich bin raus. Ciao.